Hallo, mein Name ist Michael Strey und ich bin Taxiunternehmer in der Nähe von Hannover und seit April 2021 stolzer Besitzer eines Mercedes-Benz E-Vito Großraumlimousine. Und in diesem Video nehme ich euch heute mit in meinen Alltag rund um das E-Taxi. Unser E-Taxi hat eine Reichweite von etwa 380 Kilometer bei einer Batterieladung von 100%. Da wir aber unseren Akku ein wenig schonen wollen, laden wir nur 90% und haben somit eine Reichweite von ca. 300 Kilometer, was für unser Tagesgeschäft vollkommen ausreichend ist. Und wenn es mal schnell gehen soll, können wir auch 160 Stundenkilometer schnell fahren. Das Fahrgefühl für den Fahrer ist äußerst ruhig, entschleunigend. Und man nimmt einfach mehr wahr und ist entspannter unterwegs. Und selbst die Fahrgäste sind begeistert, so ruhig und sauber von A nach B zu kommen. Hier sind wir an einer Schnellladestation. Hier kann man, wenn es dann doch mal notwendig ist, schnell aufladen. Und das Laden des Taxis dauert hier von 10 bis 80%, etwa 45 Minuten. Also Zeit für einen Kaffee. Und somit ist die Mobilität unterwegs gewährleistet. Ansonsten gibt es in fast jeder Gemeinde, in fast jeder Stadt nicht nur eine, sondern mehrere Ladesäulen, wo man unterwegs unproblematisch laden kann. Aber normalerweise wird unser Fahrzeug über Nacht geladen. Somit ist das eher eine Ausnahmeerscheinung und in der Regel nicht nötig. So, wie ihr seht, ist das ganz einfach, wie an der normalen Tankstelle. Strom tanken ist kein Kunststück. Einmal hier der CCS-Stecker und einmal hier Typ 2 an den meisten Säulen schon von Haus aus vorhanden. Und wenn eben nicht vorhanden, weil es eine Säule ist ohne Stecker, dann liefert Mercedes das Kabel zum Anstecken gleich mit. Also für jeden machbar, überhaupt gar kein Problem, einfach nur tanken. Und nun kommen wir zum Wichtigsten, die Wirtschaftlichkeit. 4 Jahre Wartung übernimmt Mercedes-Benz. Kfz-Steuer ist nicht fällig. Pro 100 Kilometer sind etwa 7 Euro zu veranschlagen, wenn man am eigenen Haus beispielsweise lädt. Und durch eine App kann man wunderbar alle Zahlen und Fakten nochmal ablesen, die Stand der Akku, wie auch eine Vorklimatisierung, damit man am nächsten Morgen zum Beispiel ein kuschelig warmes Auto beim Start hat. Ich bin überzeugt, die Zukunft liegt in der Elektromobilität. Auch ich habe mich für ein E-Auto entschieden. Es ist unkompliziert, es ist entschleunigend, es ist für jedermann zu handeln. Und somit werdet auch ihr elektrisch. Es lohnt sich.